Das ist das Salzburger Magazin und das sind die Themen. Vorteilswelt der Salzburger exklusiv für Zahnproduktkombi-Kunden. So kommen Sie zur App. Salzburger Robotercamp, Ferienprogramm, voller Erfolg und 1 Millionster Fahrgast bei der Festungsbahn. Wir waren für Sie dabei. Jetzt ist es soweit, wenn Sie Zahnproduktkombi-Kunde sind, also mindestens 2 Produkte der Salzburg haben, dann können Sie unsere Vorteilswelt nutzen. Als Zahnkunde bekommen Sie obendrein auch noch andere Vergünstigungen, wie zum Beispiel zusätzliche Freistromtage. Wie Sie zur Vorteilswelt-App kommen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Zahnproduktkombi-Kunde werden. Werden Sie Zahnproduktkombi-Kunde und Sie erhalten Ihre Zugangsdaten für die Salzburg Vorteilswelt ein paar Tage nach Vertragsabschluss per E-Mail und SMS. Salzburger Vorteilswelt-App downloaden. Sie besitzen ein iOS- oder Android-Smartphone, dann laden Sie sich die Vorteilswelt-App im App- oder Google Play Store herunter. Mit Ihren Vorteilswelt-Benutzerdaten einloggen. Im Anschluss melden Sie sich mit Ihren Vorteilswelt-Benutzerdaten in der Profilfunktion an. Danach können Sie Angebote auswählen und bequem in der Vorteilswelt-App einlösen oder sichern. Bestätigen Sie den Standortzugriff und dass Ihnen die App Nachrichten schicken darf. Somit sind Sie immer up to date. So, aber jetzt können Sie in die Vorteilswelt eintauchen. Heuer im Sommer hatten Kids und Jugendliche die Möglichkeit, bei unseren Robocamps mitzumachen. Diese wurden für unterschiedliche Altersgruppen gestaltet und wir haben die Beginnergruppe besucht, die einen richtig lässigen Roboter gebaut haben. Mein absolutes Highlight ist so die erste Inbetriebnahme, also wie der Roboter dann das erste Mal gefahren ist. Das war das Highlight für mich bis jetzt. Was Felix aus der Stadt Salzburg hier cool findet, ist ein Teil des unternehmenseigenen Innovationsprogramms der Salzburg AG, bei der wir die digitale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen fördern. Aus diesem Grund fanden im Sommer Robotercamps statt, bei denen man einen Roboter erforschen konnte, einen Disco-Roboter bauen und sogar eine humanoide Version erstellen konnte. Die Zukunft ist digital und die Technologie ist auch digitalisiert. Die Salzburg AG ist ein digitalisiertes Technologieunternehmen und für uns ist es ganz besonders wichtig, auch den jungen Leuten zwischen 8 bis 15 einfach auch die Möglichkeit zu geben, Zukunft digital zu gestalten. Zum ersten Mal bieten wir in diesem Sommer ein Robocamp an, bei dem die jungen Kolleginnen und Kollegen schon die neue Welt gestalten, eigene Roboter gestalten, eigene Welten erschaffen und damit auch dazu beitragen, dass die Zukunft digital wird. Wir haben die Robo-Beginners besucht, wo 10 junge Teilnehmer in einer Woche gelernt haben, einen Disco-Roboter zu bauen und zu programmieren. Der Roboter kann in verschiedenen Farben blinken, fahren und eine Melodie spielen. Gesteuert wird er über eine eigene dafür programmierte App. Ich habe eigentlich sehr das Programmieren gelernt, weil ich habe mich eigentlich dafür interessiert, aber ich habe es eigentlich nie so richtig herausgefunden, wie es geht. Weil mit diesen ganzen Zahlen und Klammern, das ist schon ein bisschen verwirrend. Da braucht man schon einen, der das zeigt. Die Robocamps sind in 3 altersunterschiedlichen Gruppen aufgeteilt, eben Beginners, Rookie und Advanced. Die Camps dienen nicht nur als Ferienprogramm, sondern auch zur Schulentscheidung oder möglicherweise zur Berufswahl. Der massivste Vorteil ist für mich der, dass die Kinder in diesem Alter, 12, 13, 14, vor allem selbst entscheiden können, ist das was für mich? Weil wenn wir uns ehrlich sind, wenn die nach einer Woche draufkommen, das war zwar lustig und interessant, das ist aber nicht das, wo ich mein ganzes Herzblut reinstecken will, dann ist das eine riesen Errungenschaft, was da gewonnen haben. Ob die gebauten Roboter auch mit Luke Skywalker abheben können, sei dahingestellt. Eines steht fest, alle wollen im nächsten Jahr wiederkommen. War eine richtig coole Geschichte und wir machen jetzt einen Themenwechsel. Jeden Montag gibt es ab jetzt die Lifehacks der Energieberatung auf Facebook, die wir Ihnen natürlich hier im Salzburger AG-Magazin nicht vorenthalten wollen. So können Sie sparen. Es geht jeweils um einen nützlichen Tipp rund um die Energieeffizienz. Was dieses Blatt Papier mit einem Kühlschrank zu tun hat, das sehen Sie gleich. Um in der Küche Energie zu sparen, sollten Sie darauf achten, dass die Kühlschranktür immer gut schließt. Ein ganz einfacher Lifehack: Sie stecken ein Papier in die Kühlschranktür und schauen, wie leicht es sich herausziehen lässt. Ist die Dichtung noch gut, lässt sich das Papier nicht herausziehen.
Gerade jetzt bei den heißen Temperaturen im Sommer tut eine Abkühlung so richtig gut. Und diese bekommen Sie unter anderem im Wasserspiegel, dem Wassermuseum der Salzburger Mönchsberg. Und dort gibt es derzeit eine Sonderausstellung mit dem Titel Wasser ist Leben und Energie. Im Wasserspiegel auf dem Mönchsberg wird die Geschichte und die Gegenwart der Wasserversorgung, die Herkunft, Qualität und auch die Technik veranschaulicht. Der Wasserspiegel ist die Möglichkeit, die Trinkwasserversorgung der Stadt Salzburg unseren Kunden zu präsentieren. Wir vergraben eigentlich nur unsere Leitungen. Die Kunden haben Probleme, wenn sie mit dem Auto fahren und wir eine Baustelle haben. Hier können wir die positive Seite der Trinkwasserversorgung zeigen. Was steckt dahinter, damit aus dem Wasserhahn wirklich Trinkwasser herauskommt? Die Trinkwasserversorgung Salzburgs erfolgt hauptsächlich über das Grundwasserwerk Glaneck. Dass das Wasser so hohe Qualität hat, erfordert vor allem ein umsichtiges Waldmanagement. Es freut uns schon, dass wir über eine vernünftige Waldwirtschaft, die ja auch dazu beiträgt, dass Wasser nachhaltig und relativ in einem sehr guten Zustand geliefert wird, dazu beitragen können. Und das macht uns natürlich auch stolz. Die aktuelle Sonderausstellung Wasser ist Leben und Energie gewährt mit ästhetischen Kunstinstallationen einen Blick auf das scheinbar Unbedeutende, Randständige und Verdrängte der Gesellschaft. Ich versuche als bildender Künstler immer Themen zu bearbeiten, die gesellschaftlich relevant sind. Hier haben wir mit Wasser zu tun. Wasser ist eines der wichtigsten Lebensmittel. Der Körper des Menschen besteht aus Wasser. Und ich verwende hier Recyclingmaterial. Wenn Sie diese Wand ansehen, das ist eigentlich Müll, aus dem wir hier eine künstlerische Intervention entwickelt haben. Die zweite Arbeit nenne ich Fuscheln. Das ist der inhaltliche Bereich des Museums zum Thema Fuschelnsee. Und den Begriff Fuscheln gibt es wirklich. Es heißt so herumwandern oder herumgreifen irgendwie. Und wir haben da 3000 Flaschen am Boden aufgelegt. Da können die Besucher dann über diese Flaschen oder durch die Flaschen warten, wie im eigenen Müll. Oder quasi übers Wasser gehen, wie Jesus Christus. Ganz egal, wie man sehen möchte. Der Wasserspiegel ist Teil des Hochbehälters Mönchsberg, der mit 25.000 Kubikmeter Fassungsvermögen einen wichtigen Teil der Wasserversorgung der Stadt Salzburg darstellt. Also die Salzburger AG arbeitet jeden Tag daran, die hohe Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten, aber auch noch weiter auszubauen. Wir investieren im Jahr 4 Millionen Euro in die Erneuerung der Wasserleitungen. Wir sind jetzt dabei, einige Wasserleitungen, in Summe werden es heuer knappe 9 Kilometer sein, zu erneuern. Aber wir sind auch dabei, einen dritten Hochbehälter im Bereich Glasenbach zu planen und hoffentlich 2020, 2021 in Bau zu bringen. Anschaulich präsentiert der Wasserspiegel mit der Sonderausstellung Wasser ist Leben und Energie die Bedeutung des Trinkwassers und die Geschichte des Trinkwasserkraftwerks Glaneck. Informationen zu den Öffnungszeiten finden Sie unter www.salzburg-ag.at. Von einer Attraktion am Mönchsberg zur nächsten. Es geht jetzt zur Festungsbahn der Salzburg, die auf die Festung Hohensalzburg führt. Und jährlich werden über 2 Millionen Fahrgäste befördert. Und erst vor kurzem haben wir die Halbzeit gefeiert. Die Schlaudraffs aus Frankfurt haben heuer das Rennen um den 1-millionsten Fahrgast gemacht. Viele Einheimische und Touristen nutzen die traditionsreiche Bahn, um von der Festung aus den herrlichen Blick über die Stadt Salzburg bis hin zu den Gebirgsgauen zu genießen. An Spitzentagen befördert die Festungsbahn mehr als 12.000 Menschen. Die Schlaudraffs aus Frankfurt in Deutschland waren die 1-millionsten Besucher in diesem Jahr. Wir waren total überrascht, haben uns aber natürlich super gefreut, weil wir kommen aus Deutschland und fahren das erste Mal mit der Bahn hoch und sind der 1-millionste Gast. Toll. Gerade in der Festspielzeit, wenn das Wetter ist, so wie heute, ist es natürlich ein Traum, von der Festung dann auch den Ausblick zu genießen. Und mit über 2 Millionen Beförderungsfällen pro Jahr ist es natürlich ein richtiges Highlight und jedes Jahr wieder. Und wir hoffen natürlich, dass das die nächsten Jahre auch so weitergeht. Aber nicht nur zur Festspielszeit, sondern auch das gesamte Jahr über ist die Festungsbahn selbst eine Sehenswürdigkeit und geschätzte Attraktion in der Salzburger Altstadt. Alle Beiträge finden Sie wie gewohnt auch auf unserer Facebook-Fanseite, auf YouTube und unter www.salzburg-ag.at.